Servus zusammen, willkommen zurück in Karazhan. Wir sind im heroischen Modus und ich habe mich ja, wo wir den normalen Modus gespielt haben, ja schon gefragt, müssen wir mal Chesar auch auf Hero Mode machen? Dann kamen die drei halt raus und er halt auch nochmal. Und habe ich mal gedacht, okay, ist es jetzt einfach nur, weil es ja für alle offen ist, deswegen ist er nochmal da. Jetzt habe ich aber kurz reingeschaut und er hat mehr Rüstung, was ich gesehen habe. Normalerweise hat er 30 gehabt, jetzt hat er 60. Die Fähigkeit ist das gleiche geblieben. Aber eventuell müssen wir es machen für zum Beispiel den Kartenrücken auf Hero Mode. Deswegen machen wir es einfach einmal. Es ist ja eigentlich recht witzig. Mal schauen, ob sich auf Hero Mode auch noch was anderes verändert hat. Außer dass er jetzt statt 30, 60 Rüstung hat. Zauber und so sind noch gleich geblieben, was ich gesehen habe hier am Anfang. Wir heben uns das gleich mal auf. Mache Zauber kosten diesen Zug 0. Weißer DS, Erzmagier. Vielleicht mal ein paar schlechtere Zauber, ich weiß es nicht. Zieht 3. Ja, wir bekommen keine 30 Rüstung, dafür bekommt er die 30 Rüstung. Und er hat 5 Mana. 6 Mana, okay. Alle Realitäten stehen mir offen. Alles klar. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Wir könnten eigentlich Zauber sammeln und dann alles auf 0 setzen und gleichzeitig benutzen. Oh, wir haben nochmal 2, 4, 6, 8, dann kriegen wir noch 9. Ich komme aus der Leere. So. Gut, Zauberschaden plus 5. Zack, 12 Schaden. Eieieiei. Gut, wir geben uns auf jeden Fall mal Rüstung. Kann man mit dem eigentlich alles wegmachen, nur ich weiß, was da rauskommt. Deswegen machen wir das auf den. Was kriegt er? Sehr schön, wollte ich gerade sagen, aber dann spielen wir einfach mal diese Karte hier. Da wir, glaube ich, eh nicht dazu kommen, dass wir Pyroschlag irgendwie anderweitig benutzen, werde ich den mal auch rauspfeffern. Aber Frostblitz aufheben und Verwandlung aufheben. Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Nee, gut, er lebt noch. Die Münze hast du auch noch bekommen. Sag, oh. Blutschre! Du bist ja aggressiv, ha? 50 Karten im Deck, du bist der Unter. Ruf einen legendären Diener herbei. 1, 2, 3. Würde mal sagen, wir warten wieder eine Runde. 2, 4, 6 haben wir, dann haben wir 7 plus die 3 sind 10 und dann zack. Ja, ist auf 0 runter. Das sind Dämonen, ne? Natürlich. Au. Natürlich ist das ein Dämon. Hervorrufung. 5 Mana-Kristalle wieder. Okay, sehr schön. Wird leider nicht im Moment sehr schön. Obwohl, warte. Er hat 5 Mana-Kristalle. Was spielt zuerst der ihn? Ich möchte genau wie mit ihm sein. So. Nehmen wir wieder unser Deck voll machen hier. Jetzt kann man ihn noch. Vielleicht mal jetzt 6 Mana? Okay. Ich möchte genau wie Mediv sein. Immer uns die gleich doppelt ins Deck. So, jetzt holen wir mal unsere Legendaries her. Ich habe keine Zeit für oh, nice. Very nice. Was bekommen wir noch? Nehme ich auch gerne mit. Den bötzen wir hier mal weg. Und den schieben wir einmal. Die restlichen Karten heben wir uns wieder auf. Weil wir können, wenn wir den dann Kombis machen mit mehreren Spells, die ins Gesicht gehen könnten, kann man da echt viel Schaden raushauen. Sylvanas ist auch nicht so verkehrt.
Ah, Doppeltollfeuer. Ah, räumt mein ganzes Board auf. Aber gut, wir haben ein paar Karten wieder in unser Deck reinbekommen. Oh, noch mehr. 5 Mana, okay. Wir frieren ihn einmal ein, weil wir Schaden reduzieren wollen. Ja, jetzt richtig rechnen können. Oh, warte mal, rein theoretisch, wie viel wären das jetzt? Sind 10? Das wären, warte mal, 13 mal doppelt sind 26 wären das dann. Okay, ich wäre mal einmal dafür. Dann den Kollegen hier vernichten. Dann vernichten wir ihn hier. Dann holen wir uns ein paar Fallen. So. Nice. Nice, nice. Arcane Macht will ich ja noch aufheben und kombinieren dann später. Haben wir eigentlich zerstäuben müssen, eigentlich auch darunter sich verstecken? Ja, hier ist es. Eisblockkammer da, das ist sehr schön, Spiegelgestalt. Und wo ist das dritte Effigy? Er ist auch immer im Feld, das ist sehr cool. Euer Tod. Ja, ja, nimm ruhig. Das ist eine sehr coole Kombination mit Prophet Wellen. Brauche ich denn noch das Schäfchen? Gib mir das Schäfchen. Das ist kein Schäfchen. Das ist auch kein Schäfchen. Leider, leider. Das sind 12 Schaden. Bilder, aber so ein. Wow. Ich habe ein ganz spezieller Leggy. Bin ich ja froh, dass ich den bekommen habe, ne? Hallo, Mächtiger. Nein, unsere mächtigste Legendary ist weg. Na, okay, jetzt ist sie wirklich weg, unsere mächtigste. Was ist verhauen, Junge? Alle 10 Rüstung, Zeit für 6. Jetzt waren dann 9. Wo ist mein Schäfchen? Ich krieg kein Schäfchen. I don't like this at all. Ja, wir spielen uns da ein bisschen mit dem. Zack. Omen der Verdammnis. Ach, jetzt machst du mir den auch noch weg. Dein Ernst? Kann mein Deck aber nicht mehr pushen. Nice, wir haben's. 7. 8. 9. 10. Ja, machen wir mal. Ein Gnom kennt kein Erbarmen. Wir haben aber leider noch immer zu wenig Zauber irgendwie. Meiner Meinung nach. Sechs, sieben. Aber ich muss trotzdem was ausspielen. Ich komme ja nicht daran vorbei. Ich komme ja nicht dran vorbei. Das ist ja das Problem. Sonst meine Hand zu voll wird. Ich komme aus der Leere. Dankeschön. Ich komme aus der Leere. Will die Ultra-Mega-Kombi machen hier. Ah, wir haben Double 10 bekommen. Dann kriegen wir zweimal den. Müssen wir nicht einer runterspringen jetzt? Aha. Sag ich doch. Ah, danke schön für die Rüstung. Lieber Malchesar.
So, wir haben wieder 7 Stück. Noch ein Schäfchen. Feuerball, auf sowas habe ich. Ja, auf sowas habe ich gewartet. Ich liebe es. So, zack. Einmal diesen hier. Das ist schon mal 9 Damage. Fangen wir das machen, greifen wir mal an. Yes. Sehr schön. Das sind 11 Damage. Wenn wir es jetzt nochmal pushen, wären das 16 Damage. Heben wir uns aber auf, um ehrlich zu sein, wieder. Ich spiele nochmal noch mehr Geheimnisse. Was sehen wir uns auch auf? Duplizieren nochmal Effigy und Eisbarriere. Ja. Ich glaube, da sollte noch einer wieder kommen. Ach, 2 kommen wieder. Sorry. Hallo? Also irgendwie habe ich da was in Erinnerung. Ah, okay. Okay. Ah, wir haben noch 8 Karten im Deck. 6 auf der Hand. Jetzt haben wir 9 auf der Hand. Oh. Wir haben auch nicht genug Mana, um dazu wir auch können. Doch, wir haben genug Mana, was laber ich denn? Wir haben 2x das hier. Das war 5 Mana. So. Zack, schön ins Gesicht schreien, das Ding. Rohre frei! Ja, wir gucken einfach mal, was rauskommt hier. Och, hast du gar nichts mehr? Das tut mir aber leid. Das tut mir aber leid. Ich meine, es kann auch blöd laufen bei dem Duell, ne? Wenn du da echt schlecht kopierst. Weil du musst ja dein Deck irgendwie auffüllen, weil das ist ja immer leer. Mutig. Ja, wenn du die nämlich nicht gescheit benutzt, diese Typen, was die Dinger erhöhen, also rein schabbeln wieder, deine Zauberkarten, die du wirkst. Then you have a problem. Zurück, wo ihr herkommt, Dämon. Oh nein. Sieg? Fragezeichen. Dafür kriegen wir bei, glaube ich, jetzt nichts, ne? Ne, aber es ist abgehakt, das heißt, ich denke mal, wir brauchen es, um den Kartenrücken freizuschalten. Von dem her ist es gut, dass wir es gemacht haben und wir sehen uns im nächsten heroischen Modus, im Salon. Also lasst ein Abo da, wenn ihr die ganzen heroischen Modus sehen wollt. Lasst ein Like da, wenn euch die Folgen und Episoden gefallen. Schreibt einen Kommi, wenn ihr was zum Sagen habt. Also, bis gleich.